zeichne jetzt, ich kann die Datenströme von 8 angeschlossenen Kameras aufzeichnen. Und das ist auch, was wir machen. Wir wollen eine richtig perfekte Überwachungslösung. Das kann jetzt ein Haus sein. Das kann jetzt ein Einfamilienhaus sein. Reolink kommt jetzt nicht unbedingt aus dem professionellen Bereich, sondern die sind ziemlich neu. Hallo und herzlich willkommen bei Smartest Home. Wir stellen euch heute eine Überwachungslösung vor. Das ist eine Entscheidung von uns gewesen, jetzt mal uns Reolink anzuschauen. Hinter der Kamera, ihr könnt es ja gar nicht sehen, ist der Benedikt. Und woraus besteht eine Überwachungslösung? Wir haben ja in der Vergangenheit eine ganze Menge gezeigt, im professionellen Bereich, wenn es über die Überwachung von Villen geht. Wir zeigen euch heute mal eine Lösung, die wirklich sehr, sehr günstig ist insgesamt. Und was haben wir uns dabei ausgewählt? Wir haben uns hier einen Netzwerk-Videorekorder von Reolink ausgesucht. Das ist der NVR 8-410. 8 steht hier für 8 PoE-Ports. Komme ich dazu dann noch, wir machen erstmal so ein bisschen einen Rundumschlag. Was machen wir eigentlich jetzt mit dem Ganzen? Dann haben wir ein ganz neues Modell hier. Das ist die Reolink CX 810. Das ist eine 4K-Kamera, die auch im Dunkeln farbige Bilder erzeugt. Wie geht das Ganze, indem sie hier eingebautes Licht hat? So, das ist die eine. Das Ganze überhaupt, das Konzept hinter dem Ganzen, will ich vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern, warum wir hier verschiedene Kameras bestellt haben. Das ist so eine 90-Grad-Kamera, die Nachtlicht in Farbe bringt. Das ist hier eine 180-Grad-Kamera. Auch, glaube ich, ein recht neues Modell. Das Ganze, übrigens diesen 4K. Hier hat man zwei Objektive kombiniert. Das werden wir alles im Test dann zeigen. Ich will das ja bloß mal vorstellen. Und dass ich dann einen nahezu nicht verzerrten 180-Grad-Blick habe. Dass ich zwei Objektive habe. Nur der Benedikt staunt. Können ja eigentlich dann auch mal sagen, dass du das Thema Baustelle. So, und dann haben wir noch eine 360-Grad-Kamera von Reolink, auch, die natürlich einen Fischaugeneffekt erzeugt. Ich habe hier ein Objektiv, das Ganze ist jetzt hier dann für die Deckenmontage. Wo wir das einsetzen, das zeigen wir euch alles, ob das dann Wandmontage, Deckenmontage ist, Mastmontage. Wie gesagt, wir wollen hier in der Praxis was darstellen, was wir uns unser tägliches, ich sag mal so, täglich Brot ist. Wenn wir ein vernetztes KNX Smart Home haben, geht es auch um das Thema Überwachung. Und wir wollen jetzt mal gucken, kann ich jetzt mit dem Reolink kommt jetzt nicht unbedingt aus dem professionellen Bereich, sondern die sind ziemlich neu. Das ist ein Unternehmen, was aus China kommt, oder? In Bayern sagt man China, woanders sagt man China. Will ich jetzt bloß mal so sagen. Und wir haben ja sonst andere Dinge gezeigt. Und jetzt vielleicht nochmal zur Namensgebung. Das ist hier die Reolink Duo 3 PoE. Das ist hier die CX 810. Also die beiden sind sehr, sehr neu. Und das ist hier die, wie heißt sie? Die FEW. Also W ist wahrscheinlich weit, Fischaugen. Was hat die für eine Auflösung? Das die anderen beiden gesagt. Das ist 2560x2560. Das ist jetzt, um den kompletten Raum zu überwachen. Das ist so die Deckenmontage. Wie gesagt, wir gehen in die Details noch rein. Was haben alle Kameras gemeinsam? Wir können sie dann hier an diesen NVR, an diesen Netzwerk-Videorekorder anschließen. Das ist auch dieser Reolink 8-410. Wir haben hier 8 PoE-Ports. Hier, das könnt ihr sehen. Ich habe hier auch dann die Kabel dazu. Da kann ich die Kameras dann dazu anschließen. Mit einer Ausnahme. Das ist hier keine PoE-Kamera, also diese Fischaugenkamera, die FEW, sondern ich brauche hier eine zusätzliche Stromversorgung. Das stört uns jetzt nicht allzu sehr. Ansonsten schließen wir alles hier mit Netzwerkkabel, wie man es auch kennt. Wer es in der Überwachungstechnik auskennt, dann schließen wir das Ganze hier an. Und dann wird die Kamera auch hier angeschlossen per PoE. So. Und dann habe ich die Stromversorgung der Kamera inklusive Daten über Netzwerk erledigt.
Was machen wir noch? Wir schauen uns natürlich die Software an hier, die hier zu diesem Netzwerk-Videorekorder, die hier integriert ist. Netzwerk-Videorekorder heißt was? Ich zeichne jetzt, ich kann die Datenströme von 8 angeschlossenen Kameras aufzeichnen. Und das ist auch, was wir machen. Wir wollen eine richtig perfekte Überwachungslösung. Das kann jetzt ein Haus sein, das kann jetzt ein Einfamilienhaus sein. Ob das jetzt eine größere Villa ist, das müssen wir uns mal anschauen. Wichtig ist, dass wir hier verschiedene Kameratypen haben, 90 Grad, 180 Grad, 360 Grad, dass wir recht hohe Auflösung haben. Ist auch im High-End-Bereich ist das schon eine Ansage. Und all das hier, das Set, kostet halt ganz, ganz wenig. Und das ist der Grund, warum wir uns das Ganze anschauen. Wir haben ein bisschen Reolink-Historie. Wir haben vor über 3 Jahren die Reolink Go PT, heißt das, zum ersten Mal eingesetzt. Ich glaube, fast schon 4 Jahre ist das her. Und Benedikt nickt. Und da haben wir die damals als Baustellenüberwachungskameras. Und waren wir, glaube ich, die einzigen bei YouTube, die überhaupt mal so das Thema Überwachung hatten. Das haben auch viele Leute dann aufgrund unserer Empfehlung, weil die war wirklich gut. Und die hat als Stromversorgung ein Solarpanel gehabt. Und die hat eine SIM-Karte gehabt. Was heißt gehabt? Sie hat das Ganze noch. Wir können das Ganze mal vorstellen, wie die Kamera aussieht nach fast 4 Jahren Dauereinsatz. Ne? Wind und Wetter und Staub. Wind und Wetter und Staub und mechanische Einwirkungen. Ne? Wir haben ja hier im Münchner Süden am Starnberger See haben wir hier doch Stürme. Wir haben Wassermassen, Regen gehabt. Wir haben Schnee gehabt. Wir haben minus 20 Grad gehabt. Ne? Das haben wir auch gehabt. Und sie lebt noch, sie funktioniert noch. Aber wenn, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mal vorstellen sollen, wie sie aussieht. Nach den fast 4 Jahren Dauereinsatz und nicht über dem Dach. Ne? Einige haben ja immer bei YouTube das ist schön unter dem Dach gemacht und das Ding geht noch und so weiter. Ne? Und so funktioniert auch noch, aber freistehend an einem Mast. Zeigen wir euch noch. So, und der Sinn des Ganzen ist, dass wir hier eine Überwachungslösung komplett jetzt exemplarisch mit diesen 3 Kameras euch mal zeigen wollen, weil wir hier wirklich in einem ganz, ganz niedrigen Preissegment sind. Und wir sonst also doch immer im hohen Preissegment unterwegs sind. Und das Ganze kommt jetzt in mehreren Beiträgen. Wir zeigen euch auch die Software, da bin ich super gespannt. Das ist, glaube ich, auch das, was so was die einzelnen Preissegmente unterscheidet. Ne? Also hier die Sensoren und die Hardware, die ist in der Regel recht gut. Aber wie ist die Software? Was kann ich hier machen? Auch das Thema Bewegungserkennung. Ne? Also Reolink hat hier, ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt, ja, die haben also Mensch, Tier, Fahrzeugerkennung, ne, das ist eine Objektgröße, was kann ich da hinterlegen und wie leistungsfähig ist auch hier der Netzwerk-Videorekorder. Ne, das ist das, was wir euch eigentlich auch alles zeigen wollen. Wie funktioniert das bei Tag, bei Nacht, bei Schlechtwetter? Schauen wir mal, ne, wie das Ganze aussieht. So, das war so ein bisschen ein kurzer Beitrag, was wir jetzt in nächster Zeit vorhaben mit diesem Reolink-Package von uns. Komplett ausgewählt, weil das haben ja auch einige immer gesagt, ihr testet immer nur High-End, ne? Und ihr zeigt nur High-End. Was ich dazu sagen will, wir haben zum Beispiel hier von Reolink die Verpackung. Also es hat sich extrem viel getan. Ne? Das Ganze sieht schon fast ein bisschen, du hast ja vorher gesagt, Apple, ne? Sieht es aus. Mhm. Also Qualität ist sehr hochwertig. Also wenn man hier reinguckt, da hat sich ganz viel getan und auch hier, das ist jetzt nicht mehr wie früher. Früher gab es immer so Gerüche, gibt es jetzt gar nicht mehr. Und auch eine Folie. So, und auch das Montagematerial, das zeigen wir alles im Detail. Das ist bloß so was uns als erstes aufgefallen ist. Und dafür, dass es recht wenig kostet, muss ich sagen, bin ich sehr gespannt auf diesen Test. Also ich muss schon jetzt mal kurz einwerfen, recht wenig finde ich etwas untertrieben, wenn ich mir überlege, ich kann mir eine Webcam mit einer schlechteren Auflösung für 100 Euro kaufen und das Ding kriegst du ab 120, die günstigste? Die günstigste von Reolink. Ja, das ist die CX810, keine Ahnung, 200 Euro oder was das kostet. Insgesamt, glaube ich, sind wir hier mit diesen 3 Kameras inklusive dem Netzwerk-Videorekorder, weiß ich nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, bei 1000 Euro oder sowas. Ne? Also eine komplette Überwachungslösung, das war auch mein Ziel, euch hier was zu zeigen, weil YouTube ist immer ein bisschen so, was wir hier zeigen, für die DIY-Leute vielleicht auch, ne? Weil wir ja auch mit anderen Kameras zu tun haben, ist aber jetzt nicht das Thema. Ich bin gespannt,
Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Test? Weil wir werden es an echte Wänden und Decken und an echte Masten montieren. Ist das für euch interessant? Und was wollt ihr davon sehen? Die Auswahl haben wir hier schon mal getroffen mit diesen drei verschiedenen Kameras. Vielen Dank fürs Zuschauen und ihr könnt gespannt sein auf den nächsten Beitrag. Und da fangen wir nämlich mit dieser CX810 an, weil die ist, glaube ich, ganz, ganz neu am Markt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.